Du lebst dein Leben. Unauffällig, normal. Aber die Wahrheit lässt sich nicht ewig vor dir verstecken. Es gibt eine Welt, verborgen in der unseren. Uralt. Geheim. Gefährlich. Willkommen in der City of Bones. Chroniken der Unterwelt. City of Bones. Es geht um Sterblichkeit und Unsterblichkeit. Wir werden die Welt kontrollieren. Diese Reise ist absolut episch. Folge der Karte in deinem Kopf. Alles ist möglich. Die Tür zu einer magischen Welt öffnet sich mit der Verfilmung des Fantasy-Bestsellers Chroniken der Unterwelt. Clary Frey, die junge Heldin aus Cassandra Clares erfolgreicher Abenteuerreihe, ist die Anführerin im spannenden Kampf der Menschheit gegen das Böse. Um deine Bestimmung zu erfüllen, musst du deine Vergangenheit entschlüsseln. Ich war schon vorher ein Fan der Bücher. Wenn man anfängt zu lesen, kann man nicht mehr aufhören. Ein Kampf gegen das Böse kann niemals gewonnen, aber muss immer ausgetragen werden. Lauf! Ich liebe Clary, die Heldin der Bücher. Sie ist keine Jungfrau in Not, sondern ein Mädchen, das richtig austeilen kann. Wieso kann nur ich dich sehen? Du bist keine Mundi. Sie sieht das Unsichtbare. Nur ganz bestimmte Menschen können das. Es gibt eine Welt, die neben der Welt existiert, die wir kennen. Lass das nicht wahr sein. Was siehst du denn da? Clary Frey ist ein junges Mädchen, das in New York lebt. Sie ist eine sehr kluge und willensstarke junge Frau. Lass uns da reingehen. Zum ersten Mal wird Clary die Existenz einer anderen Welt in diesem Club bewusst. Sie glaubt, sie hat einen Nervenzusammenbruch. Clary, was hast du? Hast du das nicht gesehen? Sie ist keine Mundi, kein normaler Mensch. Und was bin ich dann? Das würdest du mir nicht glauben. Deine Mutter war eine Schattenjägerin, so wie er, so wie du. Eigentlich ist es eine Geschichte über Selbstfindung und die Entdeckung der eigenen Stärke. Jace fühlt sich zu Clary hingezogen, weil sie große Kraft ausstrahlt. Noch dazu sieht sie einfach super heiß aus. Was willst du mit ihr? Sie ist anders. Sie wird uns alle umbringen. Clary entwickelt sich von einem vermeintlich normalen Mädchen zu einer Heldin, die all diese neuen Kräfte in sich aufnimmt. Das ist eine Rune. Runen machen dich unsichtbar, stark, sie heilen dich. Clary muss im Verlauf der Serie die drei heiligen Insignien der Engel finden, um die Welt der Schattenjäger zu retten, die sie gerade erst entdeckt hat, aber ebenso die Welt der Menschen. Diese Last liegt auf ihren Schultern. Du hast eine Karte in deinem Kopf, Clary. Du bist der Schlüssel zu unserem Überleben. Wir hatten einen Deal. Tja, ich habe den Kelch immer noch nicht, oder? Die Jagd nach dem gestohlenen Kelch der Engel ist der Motor, der die Handlung vorantreibt. Wer immer den Kelch besitzt, verfügt über unbesiegbare Macht im Kampf. Schattenjäger. Halb Engel, halb Mensch. Sie stellen das Gleichgewicht her und schützen die Welt im Kampf gegen das Böse. Der Film hebt die Bücher auf ein völlig neues Level. Ein großes, spaßbetontes Actionabenteuer. Es geht um mehr als uns. Die Menschheit steht unmittelbar vor ihrer Vernichtung. Jace glaubt, er müsse die Welt retten. Es sind viel zu viele. Das bedeutet nicht, dass du ihn ermutigen solltest. Hab ein bisschen Vertrauen. Am 29. August startet das Kino-Highlight des Sommers. Ein packendes Fantasy-Epos mit attraktiven Helden. Du hast eine unglaubliche Gabe. Wir brauchen dich. Ich brauche dich. Atemberaubenden Action-Szenen. Die Werwölfe kommen uns zu Hilfe. Und spektakulären Effekten. Tja, wer hätte das gedacht? Chroniken der Unterwelt, City of Bones.